in einem Moment der Stille und Ruhe, während die Menschen vor der Morgendämmerung in der Südtürkei und Nordsyrien im Tiefschlaf waren, erbebte die Erde plötzlich heftig. Ein Erdbeben, das einige Sekunden dauerte, erhob in einem sehr großen Gebiet den unteren Boden hoch und drückte den oberen Boden nach unten. Es muss sich für die Leute angefühlt haben wie der Tag der Auferstehung am jüngsten Tag. Und Tausende von Menschen sind bereits gestorben und Tausende liegen immer noch verletzt unter den Trümmern. Zehntausende Menschen, deren Körper durch das Beben verletzt wurden, werden langsam unter den Trümmern ihrer Häuser sterben. Die Chance ist aber jetzt leider sehr gering, 3 Tage oder 4 Tage nach dem Erdbeben. Hunderttausende Menschen wurden verletzt und haben neben ihrer Gesundheit ihr Hab und Gut verloren. Viele ihrer Familien und Freunde sind tot. Dazu gab es große Angst und Panik. Hunderttausende von Menschen benötigen nun Nothilfe. Eines der schönsten Ibadah, Anbetung Allahs, was wir von dem Propheten Mohammed, Segen und Friede sei mit ihm, gelernt haben, dass wir in diesem Moment, in dieser Zeit zu Allah gehen, unser Flehen zu Allah. Der Prophet sagte: O Allah, es gibt keine Zuflucht vor dir, außer bei dir. O Allah, wenn wir vor dir Angst haben, rennen wir zu dir, um diese Angst zu beseitigen. O Allah, wenn wir dich fürchten, kommen wir zu dir. Allah, der Erhabene, ist der Einzige, der, wenn wir ihn fürchten, wir zu ihm eilen und nicht vor ihm davonlaufen. Heute müssen wir als Menschen zusammenstehen, eine menschliche Haltung zeigen. Wir müssen auch als Gläubige zusammenstehen, einen starken Zusammenhalt von Gläubigen zeigen. Liebe Brüder und Schwestern, welche Pflicht haben wir gegenüber unseren Geschwistern und unseren Mitmenschen in der Türkei und in Syrien? Erstens, wir sollten unsere Gefühle den Betroffenen gegenüber zum Ausdruck bringen und unsere Trauer über das, was ihnen widerfahren ist. Zweitens, wir sollten Bittgebet sprechen, für die Betroffenen sprechen und uns für sie an Allah wenden. Möge Allah von uns annehmen. Drittens, wir sollten für ihre Toten ein Totengebet verrichten. Vor allem für diejenigen, für die kein Totengebet verrichtet werden kann, weil sie keine Familie haben. Oder für die, die keine Familie mehr haben, da die ganze Familie beim Erdbeben verstorben ist. Deshalb werden wir inshallah heute nach dem Freitagsgebet ein Totengebet in Abwesenheit für alle Verstorbene inshallah verrichten. Viertens, wir sollten auch Geld, Kleidung, Medikamente für die Betroffenen spenden. Und wir werden heute in eurer Moschee eure Spende, eure Zakat, eure Unterstützung inshallah sammeln. Hier musst du oder sollst du, lieber Bruder, liebe Schwester, wissen,
dein Zakat kannst du auch geben in dieser schwierigen Zeit. Du kannst auch ungefähr rechnen, wie viel Zakat nächstes Jahr bezahlen müsstest. Du kannst jetzt bezahlen als Zakat für unsere Geschwister in Syrien und auch in der Türkei. Allah, der Erhabene, sagt im Koran, wenn jemand einem Menschen das Leben erhält, so ist es, als ob er alle Menschen auf dieser Welt erhalten hätte. Und unser Prophet Muhammad, Segen und Friede sein mit ihm, hat gesagt, wer einem Gläubigen eine Sorge von den Sorgen dieser Welt nimmt, dem wird Allah eine Sorge von den Sorgen des Tages des Gerichtes nehmen. Und wer einem Menschen in Schwierigkeiten Erleichterung verschafft, dem wird Allah in dieser Welt und im Jenseits Erleichterung verschaffen. Und wer einen Mitmenschen schützt, den wird Allah schützen im Diesseits und im Jenseits. Allah, der Erhabene, steht seinem Diener bei, solange sein Diener seinem Bruder beisteht. Fünftens, wir sollten gute Worte sprechen oder schweigen. Wir dürften nicht unseren Geschwistern die Schuld geben, dass ihnen diese schwierige Prüfung widerfahren ist. Wir sollten nur gute Worte sprechen und andere daran erinnern, was unsere Pflichten gegenüber den betroffenen Geschwistern sind. Manchmal hört man komische Sachen, dass die Leute dort, was sie bekommen haben, weil sie Sündige sind oder dass sie Sünde begehen. Und das ist falsch. Und du solltest dich nicht damit beschäftigen. Wir sollten beschäftigen, dass du auch eine Prüfung hast. Diese Prüfung auch betrifft dich, obwohl du in der Schweiz lebst. Aber Allah macht Prüfung auch, dass wir, was wir für unsere Geschwister in Türkei und Syrien machen sollten. Das ist eine Prüfung. Und darum sollten wir diese Prüfung bestehen, inshallah. Die goldene Regel im Islam: keiner von euch ist ein Gläubiger, solange er nicht das für andere Menschen wünscht, was er für sich selbst gewünscht hätte. Wir sprechen für unsere Geschwister dort Dua. Möge Allah von uns annehmen. Wir bitten Allah um Hilfe, um Barmherzigkeit, um Gnade für alle betroffenen Menschen dort in der Türkei und in Syrien. O Allah, wir bitten dich, erbarme dich der Toten, die bei den Erdbeben in der Türkei und in Syrien ums Leben kamen. O Allah, sei ihnen gnädig und entlaste sie. Wir bitten dich, ihnen Frieden, Gnade und Barmherzigkeit zu schenken und sie mit deinem Paradies belohnen. O Allah, schenke diesen Menschen Ruhe und Frieden in ihren letzten Momenten. O Allah, schenke ihren Familien Trost und Glaubenskraft. O Allah, schenke uns die Kraft, mit ihnen zu fühlen und für sie zu beten. O Allah, beschleunige die Erleichterung und Rettung derer, die noch unter den Trümmern liegen. O Allah, gib ihnen Luft und Wärme in dieser eisigen Kälte. O Allah, heile die Kranken. O Allah, sende allen Betroffenen Frieden, Barmherzigkeit, Heilung und Segen. Wir bitten Allah um Hilfe. Möge Allah unser Bittgebet annehmen. Möge Allah von uns annehmen. Wir werden inshallah nach dem Freitagsgebet, Totengebet inshallah verrichten. Und ich erinnere euch, liebe Brüder und Schwestern, an das Totengebet.
nach einer Absicht im Herzen besteht das Totengebet aus viermal Allahu Akbar. Nach dem ersten Allahu Akbar sprechen wir, rezitieren wir die Sure Al-Fatiha, eröffnende, wie im normalen Gebet, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bis zum Ende. Und nach dem zweiten Allahu Akbar sprechen wir die Gebete des Propheten Abrahams, wie im Sitzen, im letzten Sitzen, im normalen Gebet. O Allah, segne den Propheten Muhammad und seine Familie bis zum Ende. Und nach dem dritten Allahu Akbar sprechen wir Bittgebet, Dua für die Verstorbenen aus tiefem Herzen. Nach dem vierten Allahu Akbar beenden wir das Gebet mit einmal Assalamu alaikum. Möge Allah von uns annehmen. Totengebet. Barakallahu fikum. Salat al-Janaza li ahlina fi Syria und Türkei. Totengebet für die Verstorbenen in Syrien und Türkei. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Barakallahu fikum. Allah'a emanet olun.